92 brauche ich. Und 70 habe ich geschafft, außer kalten. Ich würde sagen, Challenge accepted. Ich werde auf jeden Fall in den Wettkampf gehen. So, Lieben, es ist Samstagvormittag und ich muss mich einer Challenge stellen. Weil, wie ihr es mitbekommen habt, ich habe ja eine recht sportliche Familie. Meine Mutter kam auf die Idee, Mensch, Raik, machst du nicht einfach bei so einer kleinen Schwimm-Challenge mit? Denn ich bin ja 63 Jahre alt, ich gehe jetzt 2,3 Kilometer schwimmen. Weißt du, wie viel 2,3 Kilometer zu schwimmen sind? Ich habe keinen Plan. Das ist eigentlich so, was ich vielleicht mal geschwommen bin in meinem Leben waren 20 Minuten oder so. Ja, dafür braucht man wohl ein bisschen mehr. Also so anderthalb Stunden plus minus ungefähr. Man weiß es aber auch nicht so genau. Deswegen werde ich jetzt mal ins Gym gehen und werde versuchen, so 45 Minuten zu schwimmen, weil man ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es hinkriegt und vor allem wie viele Bahnen das sind. 2,3 Kilometer heißt ja faktisch, dass man fast 100 Bahnen schwimmen muss. Ob ich das kann, ob ich das hinkriegen werde, das werde ich jetzt testen und vor allem werde ich dann heute auch die Entscheidung treffen, ob ich mich zu diesem Wettkampf anmelde, weil dann heißt es wirklich unter Bedingung 2,3 Kilometer schwimmen. Ihr habt es ja schon mitbekommen, meine Mutter hat mir auch geholfen bei den Marathon-Vorbereitungen. Jetzt zwingt sie mich dazu, schwimmen zu gehen. Verrückte Familie. Naja, lass mich mal sehen, was passiert. So, Lieben, ich bin jetzt gerade 70 Bahnen geschwommen, habe 51, 56 gebraucht, das heißt 92 brauche ich und 70 habe ich geschafft, außer kalten. Ich würde sagen, Challenge accepted. Ich werde auf jeden Fall in den Wettkampf gehen. Bin selber gespannt. Es wird nicht easy, weil das sind jetzt Warmduscherbedingungen. Wassertemperatur ist relativ hoch, man hat keinen Verkehr, man hat keinen Stress, man hat keine Strömung. Ist halt anders, kein Wind, kein gar nichts. Ja, klare Begrenzungslinien, das ist halt wirklich so Laborbedingungen. Frage ist, wie sieht es im Teilwasser aus? Das muss auf jeden Fall nochmal getestet werden, aber 70 Bahnen sind drin. Kannst du mal Kopf rechnen, mal 25, bis du das geschafft. Gute Arme auch weh. Also, tschüss, let's go. So, dann würde ich sagen, Experiment die zweite, bevor es an die 2,3 Kilometer geht, muss ich natürlich noch zwei Sachen klären. Erstens die Technik verbessern, damit ich es auch wirklich durchhalte, weil ja, ich bin ja schon mal 1,8 Kilometer geschwommen, aber das sind dann einfach doch nochmal 500 Meter mehr. Und der zweite Punkt ist vor allem auch die Temperatur, denn ich hatte 22 Grad und im Tollensee, wo wir schwimmen werden, werden wahrscheinlich maximal 17 sein. Das hört sich jetzt nach nicht viel Unterschied an, aber glaubt mir, 5 Grad, das merkt man schon sehr, sehr deutlich. Also insofern werde ich mich gleich mit dem lieben Philipp treffen. Und dann würde es zum einen um das Thema Schwimmtechnik gehen und zum anderen darum, dass wir auch entsprechend ja, die Wassertemperatur nochmal so ein bisschen reinfühlen. Und deswegen haben wir uns gerade verabredet, werden erstmal ein bisschen Techniktraining machen und dann werden nochmal schnell 1000 Meter abgerissen, um dann hoffentlich noch ein bisschen Power zu haben fürs Ringetraining anschließend. Ich bin selber sehr gespannt, weil, naja, was soll ich sagen, 2,3 Kilometer ist halt doch ein bisschen was. So, Lieben, wir sind angekommen, nachdem uns der Bademeister auch gerade gesagt hat, dass wir hier knapp 100 Meter vor uns haben, beziehungsweise eine Runde sogar 400 Meter ist. Und Philipp mich gleich etwas instruieren und hoffentlich dazu bringen, dass ich die Strecke auch wirklich durchhalte. Lifeguard haben wir jetzt zwar auch, aber bringt ja nichts. Ja, keine nassen Füße haben. Hast du Hoffnung, dass ich es schaffe? Klar, das schaffst du auf jeden Fall. Die Frage ist, mit welcher Technik und wie du dabei aussiehst. Ja, die Frisur wird es wohl versauen. Also kurz Zwischenfazit, Phil hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, mir die Technik beizubringen. Ich habe mir auch ein bisschen Mühe gegeben. Es hat gut funktioniert, also wir haben Mammutfortschritte gemacht, aber das merkst du auch, dass es sportlich ist. Ne? Es ist auf jeden Fall sportlich, also es ist schon ein bisschen, als würde man eine neue Sprache lernen. Das muss ich auch nochmal umsetzen. Das heißt, es hat weniger was mit der Intelligenz zu tun, sondern all diese Abläufe jetzt zusammenzubringen. Das braucht nochmal ein bisschen Übung, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich werde es auf jeden Fall umsetzen, ich weiß, woran ich arbeiten kann. Und wir haben jetzt schon gemerkt, dass irgendwie, obwohl es noch nicht so 100% geklappt hat, über 15 Sekunden Zeit eingespart haben auf 100 Meter. Und wenn man sich das jetzt auf 2,3 Kilometer hochrechnet, dann ist das ja schon ein bisschen. Also es wird auf jeden Fall lustig und werde berichten. Vielen Dank nochmal, Phil, dass du dir Zeit genommen hast. Die Messe.
kleines Update an der Stelle. Ich habe jetzt echt die letzten 5 Male nach dem Training immer massiv auf meine Technik geachtet und versucht, das irgendwie zu verbessern. Und ist echt dramatisch besser geworden. Also 100 auf dem richtigen Weg. Jetzt müssen wir es nochmal Freiwasser probieren, aber es sieht sehr, sehr gut aus. So, ihr Lieben, ich bin auf dem Weg. Gleich ist Startanmeldung. Und ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Also kann ich nicht erst sagen. 2,3 Kilometer Schwimmen ist schon ein Brett. Wir haben knapp 20 Grad Wassertemperatur. Wir haben doch 15 bis 20 Kilometer Wind pro Stunde. Das ist für einen Fußgänger nicht viel auf dem Wasser. Das wirst du schon ordentlich merken, weil du hast da keinen Widerstand. Ne? Dein Köpfchen ist das Einzige, was da wie rausguckt. Das wird schon wild werden. Aber ich bin vor allem gespannt, weil das Coole ist, ich werde ja gleich mit meiner Mutter und meinem Vater gemeinsam schwimmen. Mal schauen. Ziel ist für mich, dass alle drei ankommen. Vor allem, dass wir da gemeinsam durchkommen. Das wird nichtsdestotrotz gleich ein ziemlich hartes Brot werden. Und ich merke den Muskelkater noch vom Donnerstagstraining. Ich hatte da wahrscheinlich doch etwas übertrieben. Also einfach wird es definitiv nicht. Bin gespannt, gleich mit euch in die Vorbereitung zu gehen. Also, Start nochmals abgeholt, Transponder und Badekappe. Coole Drinks. Damit die Friese trocken bleibt und, naja, wahrscheinlich auch, jemand besser finden kann. Schön weg. Ja, also geiles Ambiente, geiles Wetter. Schaut mal hier im Hintergrund. Und Berti von Sumpfkult, der Badekappe. Das war auf jeden Fall cool. Let's see. Was ist da heute erwartet? Holi ist schon da. Wird spannend. Es startete damit, dass sie sagte, Raik, du musst ein Weicher, du kannst immer 2,3 Kilometer schwimmen. Jetzt sind wir hier und ziehen es gleich durch. Wie fühlst du dich? Aufgeregt. Ist gut. Ciao. Wie aufgeregt? Klar, 1 bis 10. 10. Glaubst du trotzdem, dass wir es schaffen werden? Ja, auf jeden Fall, oder? Wie war die Vorbereitung? Optimal, würde ich sagen. Es passt super viel. Ja, weil, was hast du ehrlicherweise nicht in den letzten Wochen gemacht? Bin ich geschwommen. Sehr gut, oder? Einfach mal, ich gehe in den Wettkampf ohne zu schwimmen. Das wird schon werden. Klar, der Kopf ist entscheidend. So ist es. Wir geben Gas. Und Harry ist auch mit dabei. Bist du fit? Vorbereitet? Ich gehe davon aus. Schauen wir mal. We come alive in the nighttime. Something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my love. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. We come alive. So, Lieben, wir haben es geschafft. Da ist dein Edelmetall. 1 Stunde 8 haben wir insgesamt gebraucht. Und wie fühlt ihr euch? Noch kalt. Ein bisschen K.O. und ganz viele Krämpfe in den Beinen gehabt. Ja, also es gab Blessuren, es hat wehgetan, aber geschafft. Wie sagen wir Olympia-Gewinner? Also nochmal kurze Zusammenfassung des heutigen Tages. Erstens, Aufregung war extrem groß. Zweitens, es war auf jeden Fall eine Challenge, weil ja die Temperatur zum Schluss echt krass geworden ist. Man hat richtig gemerkt, wie die Freude langsam wegging auf den letzten Metern und es einfach noch hieß, okay, wir müssen durchziehen, wir müssen es jetzt irgendwie zusammen schaffen. Wir haben sehr, sehr gut zusammengehalten und das, was ich für mich einfach immer wieder feststelle, ist, wenn du dir regelmäßig solche Challenges setzt, egal ob unternehmerisch oder privat, du kannst dich dadurch einfach massiv weiterentwickeln. Du kannst neue Momente hinzufügen und gerade wenn du denkst, naja, ich pack das nicht, ich kann das nicht. Da geht es genau darum, sich solche Sachen zu beweisen. Es geht nicht darum, ob du jetzt die beste Zeit hast, sondern einfach erstmal überhaupt, ob du es hinkriegst, ja, die Disziplin aufzubringen, auch mal ins Training zu gehen, sich auf solche Sachen vorzubereiten, mental, sportlich. Das ist einfach wahnsinnig wertvoll. Und wenn du das regelmäßig machst, hast du einfach sehr, sehr viele geile Momente in deinem Leben, die du nicht mit Geld bekommen kannst und auch nicht durch Kontakte, Beziehungen, irgendwas. Du musst dir einfach für dich selbst beweisen. Und das ist für mich so das Wichtigste und der tiefste Bereich der Inspiration, wie zu sagen, ja, ich fühle selbst einfach Momente hinzu, an die ich mich in vielen, vielen Jahren noch erinnern kann. Genau das haben wir heute gemacht. Und jetzt wird entspannt. Also, nimm dir das mal mit und such dir deine nächste Challenge. Viel Spaß.